Gautsch war mit einer Länge von 84,5 Metern einst ein stolzer Passagierdampfer, der vor Beginn des Ersten Weltkriegs unter der Flagge Österreich-Ungarn Passagiere zwischen Kotor und Triest entlang der Adriaküste beförderte. Zu Beginn des Krieges wurde der Luxusdampfer der Kriegsmarine unterstellt und beförderte auf insgesamt 4 Fahrten Passagiere und Nachschub auf der gleichen Route. Aufgrund von menschlichem Versagen fuhr die Baron Gautsch am Mittag des 13. August 1914 in ein Seeminenfeld, welches die Hafenstadt Pula schützen sollte. Kurz darauf wurde durch eine Explosion ein großes Loch in die Backbordseite gerissen. Nur wenige Minuten später sank das Schiff auf den Grund der Adria. Von den 336 Menschen an Bord starben 177. Ein Großteil davon ertrank nicht, sondern erstickte an dem Schweröl, welches auf der Meeresoberfläche trieb. Heute liegt das Wrack der Baron Gautsch auf etwa 41 Meter Tiefe auf dem Grund des Mittelmeeres vor den Brijuni-Inseln. Trotz des Alters von nun mehr als 100 Jahren ist das Wrack in einem guten Zustand und erfreut sich unter Tauchern großer Beliebtheit. Es wird daher auch als Titanic der Adria bezeichnet. Durch die exponierte Lage auf dem offenen Meer ist das unter Denkmalschutz stehende Wrack nur mit einem Boot erreichbar und bietet vielen Fischen, Korallen und Schwämmen einen passenden Lebensraum. Die Wies wurde 1956 gebaut. Sie ereilte ein weniger tragisches Ende. Nach dem Zerfall Jugoslawiens sollte das Schiff zunächst zu einer luxuriösen Kreuzfahrtjacht umgebaut werden. Hierfür fehlten jedoch die Investoren und so wurde die Wies, nachdem sie von allen ölführenden Bauteilen befreit und gereinigt wurde, am 22. März 2016 medienwirksam vor dem Kap Kamenjak in Istrien versenkt. 2 Sprengladungen haben dabei auf beiden Seiten des Schiffes einen Zugang geschaffen, über welchen Taucher in den Maschinenraum des etwa 68 Meter langen Wracks gelangen können. Ein Highlight ist das große Steuerrad nahe dem Heck. Die Deckaufbauten mit den Passagiergasträumen und Fluren können ebenso durchtaucht werden. Durch die Maximaltiefe von 32 Metern ist die Wies auch für Sporttaucher gut zu erreichen. Thank you.
Das Handelsdampfschiff Varese verkehrte bis 1914 zwischen Tunis und Triest. Aufgrund eines starken Unwetters suchte der Kapitän des Schiffes Schutz in dem Hafen von Pula. Auf dem Weg dorthin fuhr er auf eine Seemine und der Handelsdampfer versank an Ort und Stelle. Dabei wurde der Bug des Schiffes nahezu vollständig zerstört. Heute liegt die 60 Meter lange Varese in einer Tiefe von 42 Metern. An dem Wrack haben sich über die Jahre einige Geisternetze verfangen, welche heute einen Großteil des Decks überspannen.